ich bin hier, weil ich seit Jahren gesagt bekomme, dass es einen unglaublich leichten Ausstieg aus der Kohle und aus fossilen Brennstoffen und Ähnliches gibt, weil wir haben ja Elektromobilität. Ich bin hier, genau wie ich letzte Woche da gewesen bin, weil ich selber nicht von dem Konzept überzeugt bin, was momentan besteht mit, ja, wir bauen einfach Elektroautos und gut, wir bauen einfach, setzen auf erneuerbare Energien und auf krasse Akkutechnologie und so, ja, und dann haben wir eine sichere Zukunft, dann haben wir genug Energie. Nee, so läuft das insgesamt nicht, weil Lithium-Ionen und Lithium an für sich wird für Akkutechnologie verwendet, ist der Hauptgrund, wieso wir heute so gut Energie speichern können. Und was passiert, wenn wir Lithium abbauen? Ich hab's. Wir schöpfen unglaubliche Mengen von Grundwasser aus dem Boden, aus einem Land, was eh schon eine Wüste ist. Wir benutzen unglaublich viel Energie und auch Brennstoffe, um dieses Lithium überhaupt zu formen und zu verwenden. Und all das hat für mich nichts mit Ökologie und mit Nachhaltigkeit zu tun. Und deswegen bin ich heute hier, weil ich gegen das bin, was momentan als Energiezukunftskonzept aufgestellt wurde. Lithium ist scheiße, Leute. Lithium ist richtig, richtig scheiße. Hi Leute, ich bin der Fabi. Ich wollte nur sagen, es ist geil. Es ist wirklich geil, dass relativ viele Leute hergekommen sind. Jeder von euch bringt einen Teil mit und aktiviert so vieles einfach in unserer Gemeinschaft und kann jedem in seiner Art und Weise seinen Teil beibringen. Und man sieht schon hier, wie viel Mut einfach ist. Das ist einfach Mut, sich gegen die ganz oben aufzustellen. Ich muss einfach nur Danke sagen. Danke für euren Mut, dass ihr euch dafür einsetzt, für unsere Welt, für unsere Zukunft und für eure Zukunft, für die Generationen nach uns. Und es ist einfach das Wichtigste auf dieser Erde, dass wir nach und nach jetzt bewusst werden, unser Denken, unser Handeln überdenken und danach handeln und viele kleine Bauern oder sonstige unterstützen und nicht mehr die ganz großen Konzerne. Und ja, also nur danke, danke. Wir lassen die Demo jetzt ganz langsam entspannt ausklingen. Wir haben einige coole Beiträge gehört und nächste Woche wird es wirklich ein großes Ding. Im Großen und Ganzen, am 22.02. schreibt euch das in den Kalender. Es beginnt um 10 Uhr, soweit ich weiß. 10 Uhr morgens. Wir schwänzen wieder Schule und dann richtig. Ich habe nochmal ein letztes Wort an euch alle Leute, weil ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Diese Demos hier, die kosten, leider. Das ist ein bisschen schade, aber wir haben hier vorne eine Spendenbox aufgestellt. Es ist so, wir haben eigentlich keine großen Kosten, aber die Musik kostet. GEMA. GEMA ist verdammt teuer. Wir müssen 87 Euro bezahlen für jedes Mal, wo wir diese Demo veranstalten. Wir machen das gerne, aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gerne unterstützen. Das wäre super. Diese Spendenbox wird jetzt jede Woche bei der Demo mit dabei stehen und vielleicht habt ihr auch ein bisschen was übrig und könnt uns dabei unterstützen. Das wäre super, denn dann können diese Demos langfristig weiter existieren. Danke sehr. Das war wirklich mein letzter Beitrag, glaube ich. Ja.